Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved mit mir, Nevis LP. Und ich wurde gerade eingeladen, mir ein neues Haus anzugucken. Ja, klar, fliege ich hin. Machen wir. Vom Chris, wenn ich das richtig sehe. Der ist übrigens Level 99. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich das für fast unmöglich halte, dieses Level zu erreichen. Aber irgendwie hat das doch geschafft. Ich folge ihm einfach mal. Ah, hier hat jemand einen armen kleinen Dodo zerstrampelt. Er hatte auch geschrieben, wo? Warte mal. Wo waren das? Was hat er denn geschrieben? 2065. Aber eigentlich hätte ich gedacht, das wäre die Basis von. Von hier. Wie heißt er? Opa. Na, mal gucken, was er mir zeigt. Wenn ich nur wüsste, wo er jetzt hin ist. Ach, da. Flieg mal vor, mein Freund. Raptor Level 80 mit One-Hit ist natürlich nicht schlecht, ne? Übrigens hier zu meiner Linken befindet sich mitten im Wald eine Lagune, was ich persönlich ja sehr hübsch finde. Also, die ist ein Spot wert, kann man ruhig bauen. Hier sind wir wieder bei Opas Bauwerk. Ah, vielleicht haben die da hinten auf der Spitze gebaut. Quasi auf der. Zum Wasser. Da, wo jetzt der Strahl ist. Naja, oder so ähnlich. Mal schauen. Hier ruckelt es gerade extrem, muss ich mal sagen. Verstehe ich gar nicht, warum das so krass ist. Ah, sehr nice. Sehr, sehr nice. Vor allen Dingen hier mit der einen Stütze, die das hält. Aber ich finde es sehr nice hier mit dem Haus mit der nur einen Stütze. Das ist eine gute Idee, finde ich. Jo. Ist halt dieses Baumhausprinzip so ein bisschen. Justus, ah. Genau, und der Justus will ja dann einen Giganotosaurus haben. Ich glaube, den würde ich ihm eventuell dann da drüben auf der Insel spawnen. Oder? Nee, da hinten gibt es eine Insel, die heißt die Kano-Insel. Weil da gibt es auch Felsen. Und dann kommt da, kann er halt nichts kaputt machen, erstmal. Solange er nicht gezähmt ist. Dann kann es von mir aus auch ein Level 200er sein. Er braucht aber eine Million Pfeile. Na? Genau, weil ich habe dem Justus angeboten, dass ich hier einen Giganotosaurus spawne. Weil er hätte gerne einen und auf dem Server ist es aber aus. Huch! Oh! Der hätte gerne einen, aber auf dem Server ist es ausgeschaltet, weil der Rest der Leute sich dagegen entschlossen haben. Inklusive mir.
Ja und nein. Du, da gibt es zwei Varianten von. Die eine ist die portable und die andere ist irgendwie eine stationäre. Die stationäre kann ich auch nicht bauen. Ich kann nur die portable irgendwo hinstellen. Aber ich sehe gerade. Huch. Ich sehe gerade, das hier ist nicht die portable, das ist die richtig feste. Das ist merkwürdig. Da hat ja jemand Glück gehabt, dass er die bauen konnte, hier der Justus dann wahrscheinlich. Ja, ich bin noch da. Nur so als Info, da wo wir den Giganotto gekillt haben. Ja, danke Chris fürs Zeigen. Immer gern. Jetzt probiere ich mich auch mal an dem Set. Also so langsam aber sicher will ich das auch endlich mal ausprobieren. Ja, genau. So, kurz Gedanken geordnet. Einmal kurz die Zeit des Flugs genutzt dafür. Genau, ich wollte jetzt noch eine Decke dort reinbauen, beziehungsweise Treppen. Da muss ich kurz gucken, was es gibt. Und dann würde ich mir die Foundations ansehen, die man da bauen kann. Weil, ja. Weil aus Gründen. Nein, weil ich mich ja, wie gesagt, für das Schlossset auch interessiere und das gerne bauen würde. Aber dafür muss ich mich damit auch erstmal auseinandersetzen. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht, weil das Haus einfach noch nicht fertig war. Nun ist aber mein Haus auch beschämend klein und irgendwie bäh, was ich so gar nicht von mir kenne. Also normalerweise achte ich darauf, dass die Sachen gut aussehen. Naja. Gut, wie auch immer. Wir gucken mal kurz rein ins Inventar. Bevor hier der Chris gekommen ist, war ich mich dabei, mir anzugucken, was für eine Treppen ich habe. Das ist Stairs. Irgendwie. Wir haben hier diese Holztreppen. Fast würde ich die verwenden wollen sogar. Für die nächste Etage. Vielleicht sogar sowas hier. Oder nicht? Oder doch? Ich bin echt unentschlossen. Hätte ich einen Ninja-Namen, wäre ich ein Nunja. Ja, das war ein nutzlos bekloppter Spruch. So, hier haben wir die Rounded-Gebäudeteile. Brauche ich jetzt gerade nicht. Metall. Ach so, Metall-Round. Jut, 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 jut. Übrigens, Leute, es gibt ein Oysterbed,
ein Austernbett. Wenn ihr das baut, dann könnt ihr da drinnen mit Steinen eure eigenen Muscheln züchten. Und der Vorteil ist einfach, dass ihr dann halt nicht mehr irgendwo hinfahren fliegen müsst, um Muscheln zu haben, sondern überall da, wo ihr einen Wasseranschluss habt, könnt ihr dann Muscheln haben. 200.000 Leben und 1.200 Damage. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ich weiß, dass man nett... Nett ist sowieso kein Wort, was man so schreiben würde, aber wenn, dann schon gar nicht so, wie ich es gerade geschrieben habe, das ist mir klar. Bitte nicht flamen. So, dann zack und zack. Bauen wir zwei, perfekt. So. Dann gucken wir mal, wie das jetzt fittet. Wie das jetzt fittet und committet. So hätte ich es gerne. Ah, geht ja. Ein 116er Bronto? Nee, will ich gerade nicht. Das ist doch gut. So wollte ich es. Warum hat das bei der ersten Treppe nicht so geklappt? Wir machen mal hier Pickup Portable Workstation. Oh, das war vielleicht eine blöde Idee, weil ich jetzt zu schwer bin. Nee, doch nicht. Gut, 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 gut. Alles ist gut. Alles wird gut. Dann machen wir mal ein... Oh, jetzt kann ich sie richtig rumplatzieren. So. Juhu! Den einen Schrank mache ich hier auch noch weg nachher. Übrigens, hier habe ich auch noch meinen kleinen Thron. Ne? Sieht jetzt noch etwas desorientiert aus. Wird aber, Leute. Ich komme morgen erst um 7 oder 8 Uhr on, weil ich mache mit der Schule einen Ausflug, okay? Ja. Wie kann man sich eigentlich gut eine Katze bzw. einen Raptor fangen? Mit Betäubung, Pfeile oder den Darts? Naja. At Talon. Nur aufpassen, dass es nicht drauf geht. Das aufpassen, dass es nicht drauf geht. Jetzt ist dann S zu viel, aber was soll's. So. Dann hatte ich, glaube ich, noch mindestens eine hiervon. Das ist natürlich genau eine zu wenig. Das ist ja so typisch. Es ist sogar so. Es ist schockierend typisch. So, dann Ceiling, Ceiling, Ceiling. Huch, was ist denn das? Warum kommt das jetzt einfach in meinem Craftable-Menü? Okay. Gut, verstehe ich nicht. Muss ich jetzt auch nicht verstehen. Aber ich hätte gedacht, das kann ich nur an der Workbench craften. Ah, vielleicht... Das war ein Wooden... Nein. Stone. Ceiling. Jetzt fehlt natürlich Wooden. Wood fehlt da. Ich hätte jetzt auch nicht so gerne Stone Wood gehabt. Deswegen lieber Wooden Wood. So, die 7. Jutti, nächste Etage, Leute. Was geht ab? Schwarzer Edding schon mal nicht. 3 ist ein bisschen wenig. Ich brauche 1, 2,
3, 4, 4 von jedem. So wie zwei normale Ceilings. Aber ich glaube, die habe ich sogar noch. Oder sogar Window Frames, wäre mir noch lieber. Window Frames. Oh, nur ein. Dafür habe ich Stone Roofs schon. Window Frames. Du bleibst mal hier. Sloped Wooden Roof ist das sogar auch noch. Ihr konnt es nicht sehen, ich habe keine Facecam, aber das war ein Facepalm. Ja. So. Juti, einmal hier. Nehmen wir raus, was wir noch so haben. Das noch, das noch. Das noch, das noch. Ja, natürlich bin ich jetzt encumbered. Davon 4, hatte ich gesagt. Davon auch 4. Und dann brauche ich noch mindestens drei Window Frames. Hier, Windows, Stone Window Frames. Nur eins? Fetch! Du Verräter! Man merkt echt, dass die Dinos schon höher sind. Ich habe heute schon 4 über 100er Dinos gesehen. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad angepasst, hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? Lass mich mal hier raus. Ich bin ein ganz klein wenig zu schwer, nehme ich mal an. Ja, aber nur ein ganz klein wenig. Das liegt daran, dass ich schwere Steinknochen habe. So. Wie sieht's denn aus mit Essen eigentlich? Haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen was im Bauch, das verdaut noch. Das gärt vor allen Dingen erstmal so richtig schön. Die 6. Da ist es. Die 0. Und nochmal die 6. Ja, naja, hunderte Rexe. Vergiss das. Klar macht er sich Sorgen, dass die Dinos zu overpowered sind, wenn wir die hochschrauben weiter. Das ist ja auch richtig, diese Sorge, und auch berechtigt, nehme ich mal an. Denn genau das würde passieren. Ich meine, die haben jetzt ja schon teilweise Dinos über Level 100. Das muss nicht sein, sag ich mal. Ich glaube, hier oben war nichts. Kollege Schnürschuh hat die gebaut. Hier, wie hieß er denn doch gleich? Kollege Schnürschuh. Der Indiana Jones. Da muss ich immer an den Film Indiana Jones denken. Wie schlecht. So, ich glaube, die Treppen hier reiße ich ab, weil das hier sind die Treppen, ihr seht es vielleicht, mit den großen Stufen. Nee, will ich jetzt gerade nicht. Nö, jetzt gerade nicht. Sorry, Aki, aber ich baue was. Manchmal muss man auch mal was bauen. Ein Haufen Scheiße zum Beispiel oder ein Haus. So. Window Frames. Komme ich ja sonst nicht so richtig oft zu. Und jetzt bin ich gerade so in so einem Run. So, dann haben wir die 0. Wollen wir das Dach einfärben? Natürlich färbe ich das Dach ein, ihr kennt mich.
Ich weiß, dass ich auf diesem Server bis jetzt noch nicht wirklich Eye Candy gebaut habe. Nicht ein bisschen. Und um das jetzt endlich mal irgendwie klar zu kriegen, muss ich mich mal da so ein bisschen ranhalten, wa? Zumindest ein ganz klein bisschen ordentlich bauen. Ein ganz kleines bisschen ordentlich verzieren. Wir müssen Farben kochen. Keine Ahnung, wie viel wir hiervon brauchen. Wir werden es sehen. 15 Sloped Roofs war natürlich aufs Geratewohl produziert, aber ich glaube, wir brauchen sogar nur 12. Wenn ich es richtig sehe. Wahrscheinlich sehe ich es nicht richtig. Wahrscheinlich totaler Bullshit, den ich gerade gequatscht habe. Wie so oft. So. Nee, warte mal, es sind ja nicht... Was habe ich gesagt? 12? Das würde ja bedeuten, das wäre nur 3 breites Haus. Ist es aber nicht. Es ist ja 4 tief. Folglich werden wir 16 benötigen. Also genau eins mehr, als ich habe. Ich bin nicht mal überrascht. Alter Schwede. Level 98. Leute, ich will gar nicht wissen, wie viel ihr dafür spielen musstet, ja? Ich meine, ich gebe zu, oder ich habe es jetzt auch so erlebt, bis Level 75 geht es relativ schnell. Da brauchte ich jetzt nur noch ein bisschen farmen und ein bisschen fliegen und ein bisschen Tiere töten. Das ging dann relativ schnell, aber jetzt beginnt es schon ziemlich zäh zu werden bei mir. Und gut, ich bin natürlich nicht das Maß aller Dinge, da ich nicht oft genug online bin. Wow, ich dachte, das geht schief und habe mich gerade schon verflucht dafür, dass ich bei der eh schon knappen Komponente Dach jetzt auch noch mal verkacke beim Platzieren, aber es hat geklappt. So Leute, so baut man ein ganz ordinäres Dach. Richtig extraordinär. Lass uns das Wort noch mal ein bisschen rollen. Ordinär. Ich habe gerade so eine Idee gehabt. Habe ich einen Hedgeframe? Hatte ich einen Hedgeframe? Oder habe ich nur eins gebaut? Oder wollte ich nur eins bauen und habe es gar nicht erst gemacht? Hier ist ein... Nee. Wenn, dann habe ich es wahrscheinlich hier mit in die Kiste gemacht. Hier unten in den Kisten habe ich so eine Sachen mit Bauelementen immer mal hingelegt. Ich habe mich gerade gefragt, da wir ja eh nicht genug haben von den Dächern, was denn dagegen sprechen würde, hier das mit einem Hedgeframe aufzumachen. Da spricht nichts gegen, das mache ich so. Muss ich aber bestimmt hier ran. So, so und so. Hedgeframe. Diese Buchstabensuche finde ich total genial. Wirklich. Die nutze ich. Nevis, vor deiner Tür ist ein Spino. Soll ich den beseitigen? Chlor, du hast Spaß dran. Huch. So, und dann hatten wir hier, glaube ich, noch normale Wände drin, ne? Genau. Die nehme ich aber auch mit. Denn jetzt guckt mal, was ich vorhabe. Von der Seite her wird man das nicht sehen können. Das ist auch der Sinn der Sache, sondern nur hier dann, von hier aus. So. Dann die Leiter irgendwo hier... Ah, da brüllt der Rex. Dieses Rex-Gebrülle finde ich schon cool. Damit man aufs Dach gehen kann. Das hat auch einen praktischen Nutzen. Man kann nämlich dann die Sache bemalen von außen. Jo. Ich schreibe mal kurz. Hab ihn brüllen gehört.
Schon wieder. Diese Brillfunktion, das ist schon cool. Wirklich. Was das angeht, ich finde ja nach wie vor, dieses Spiel hat so viele Sachen, die so cool gemacht sind. Ina. Da hättest du auch Bertha nehmen können. Warte mal, aber wir brauchen einmal was. Warte mal. Wir brauchen einmal das Ding oder das Ding. Ich glaube das Ding. Mal schauen, ob es das Richtige war. Und selbst wenn, es wird nie jemand wissen. Niemand hat es gesehen. Das bleibt quasi mein Geheimnis, ob es das Richtige war oder nicht. Das wird nie jemand erfahren. Warum auch? Insofern, alles gut. Oh, das war mal eine Bruch... Ne, eine Punktlandung, keine Bruchlandung. Huch. Das sieht extrem geil aus. Naja, bis jetzt noch nicht. Aber danke. Sehr schön. Ach, das höre ich schon auch gerne. Klar, logisch. Wer nicht? Kann man den eigentlich mitnehmen? Nee, man kann ihn nicht mitnehmen. Schade. Das Dach will ich dann natürlich nochmal irgendwann ordentlich bemalen. Heute und jetzt und hier nicht. Hui, da spritzt doch glatt das Blut. Juti, Leute von heute. Machen wir aus euch mal die Leute von morgen. Das Haus sieht nicht schön aus. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich bin nach wie vor nicht zufrieden damit. Das war eine ganz blöde Idee, hier zu bauen. Zumal auch diese Treppe hier nach wie vor total bescheuert ist. Aber das liegt am Modell der Treppe. Da muss ich nochmal was gegen machen. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Und auch wenn ich es schon 3 oder 4 oder 10 Mal gesagt habe, innerhalb der nächsten Parts geht's an die Castle-Teile. Und dann wird alles besser. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. Euer El Nevis LP.